Hallo? Ach sorry, du bist es heute. Ja, heute Sonnen gehen. Kein Problem, ich bin dabei. Bis gleich, ciao. Wir sind heute wieder mit dem Preußensondler unterwegs. Und jetzt kam gerade ein sehr schönes, interessantes Signal. Das handelt sich dabei um einen Telefonhörer. Ein richtig großer Telefonhörer, da sind sogar noch die Kabel dran. Und damals durchgesprochen. Das ist ein Telefonhörer. Ja, von einem alten Telefon. Oh, das sieht aber gut aus. Na? Ein Telefon. Cool, ey. Ein Feldtelefon. Das ist ein Feldtelefon. Na, da bin ich mir nicht ganz sicher. Na, meinst du nicht? Hey, hör mal. Ja, hallo? Ach, Sonic, du bist es. Ja, nicht, heute Sonnen gehen. Jetzt wollen wir mal nicht kein albern. Problem. Jetzt wollen wir mal nicht albern werden. Ja, machen wir. Ich bin gleich da. Ich bin auf dem Weg. Den muss ich alles normal machen, weil das ist vielleicht lustig. Warte mal, kann ich mal kurz? War doch lustig. Nee, ja, der hat aber Quatsch da nebenbei. Nicht schlimm. Nee, nicht lustig. Warte mal, aber okay. Ich guck noch mal. Dann mach mal, ich will nicht im Bild sein. Hallo? Ach, Sonic, du bist es heute. Ja, Sonnen gehen. Normal, warte mal. Normal. Hey, Josh, hier hast du. Hey, Mann, du. Mir ruf mich. Nee, ich nehme das doch. Hi, das ist ruhig nicht los. Hola. Ein Rangstern aus Aluminium. Dann gehen wir hier. Da bin ich mal wieder. Ich habe jetzt auch mal wieder was gefunden. In diesem, vielleicht hört ihr es ja, regnerischen Wald. Da liegt hier drinne. Dachte ich erst, wäre ein Ast oder so. Aber nee, ist eigentlich was Schönes. Und zwar haben wir hier einen Schlüssel gefunden. Vielleicht ist das ja der Schlüssel zu irgendjemandem in seinem Herzen. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Oh mein Gott, jetzt wäre ich auch noch poetisch hier im Wald. Aber das ist ein sehr schöner Schlüssel. Auf jeden Fall bestimmt auch schon sehr alt. Ein sehr großer Bart. Schöne Sache. Den nehme ich mir mal mit. So einen schönen Schlüssel habe ich noch nie gefunden. Sehr schön. Wo sind die anderen? Die Sonne um mich hier so herum. Da hinten im Wald, das scheint wohl sonnig zu sein oder so. Mal gucken. Der sucht einfach nur intensiv. Das ist Tag der Arbeit 1934 bestimmt. Nee, ist das nicht 1. Mai? Die 36? Sind nicht 1. Mai ist Tag der Arbeit. Ach so, entschuldige. Mein Gott, seid ihr dumm. Ein Anstecker, den damals sehr viele Leute hatten. Und mich verhöhnst. So hast du geguckt gerade. Iserlohn. Naja, es regnet. Ich pack die Kamera lieber ein. Da würde ich die anderen Hunde ja auch noch zeigen. Ja, dann pack die mal aus. Auf jeden Fall gut. Was? Du Hulle, mach aus. Zeig mal, ja. Das naja, aber dicket, trotzdem gut. Ein sehr dickes Pferdchen, ja. So ein schön großes Pferd. Ein sehr schweres, großes Pferd. Wie spät ist denn das eigentlich? Hat man ja eine Uhrzeit? So, Mücken sind schon da. Pferd? Also er hat jetzt Tatsache einen recht guten Fund gemacht. Hier, Alex holt hier die ganzen Funde raus. Ja, mir ist auch total einen schönen Schlüssel. Der blöde Sack hat schon wieder Dinge gefunden, ey. Na, der hat halt einen besseren Detektor als du. Hast du Zündapp drin? Nein. Tatsächlich, Zündapp. Da war ich schon angelogen. Da steht auch noch was drunter. Ja. Nürnberg, glaube ich. Ja. Nürnberg steht da auch noch drin. Ja. Zeig mir mal diese große Münze da, die du gerade hattest. Mann, du holst hier Sachen schon wieder raus, sehr schön. Mal, darf ich bitte mal sehen? Guck mal, der hier findet, Alter. Das ist aber auch geil, ey. Wirklich. Zündapp. Seife. Also Zündapp ist cool. Na, wirklich, Fahrt, oder? Jetzt habe ich auch mal wieder einen Fund gemacht. Kleine Bleifigur. Sieht aus, als hätte der ein Schild in der Hand. Und ein Hammer. Ein Hammer, sag ich schon. Eine Axt natürlich, Tomahawk.
Leider ist er sehr verbogen und hat nur noch ein Bein. Also zumindest fehlt ihm der Fuß. Jetzt, wo die alle am Quatschen sind, bin ich mal ein bisschen vorgegangen und mache hier hintereinander Funde. Und sonst ist Alex immer vor und hat alles ausgegraben und dann blieb nichts mehr übrig. Hier, ein Rasierer. Dieser Reden, dass es unterm Baum trockener ist als auf der Wiese. Das ist ja sehr interessant. Der Preußensondler hat Husten. Er hat Corona. Schön. Ist ja ein echter Seher. Ein echter, oh. Den kriegst, cool. Nein. Den kriegst du wieder hin. Schön. Das ist doch aber geil. Ja. Findest du nicht? Den kriegst du wieder hin, dass der aufgeht. Blaubart, nicht Blaubart, Rotbart. Ne? So, hier. Guck mal, der Mann hat einen Wehrmachtsfrasierer gefunden. Rotbart? Rotbart, das ist einer. Steht Rotbart drauf? Ne, den musst du aufdrehen und dann steht, ja, ja, steht das unten auf der Innenseite drin. Das ist schön sowas. Das ist ein Wehrmachtsfund auf jeden Fall. Ja. Naja, damals hatten die Leute solche Rasierer. Cool, auch schön. Kann ich die haben? Was die ist denn das? Das ist ein Indianer. Das ist ein Indianer. Ich bitte Sie. Also das sagt man auch nicht mehr. Das ist ein amerikanischer Ureinwohner. Da hast du vollkommen recht. Nee, da schäme ich mich jetzt auch. Ja. So, komm, dann zeig ihm bitte. Aber wir müssen. Das ist doch schon gezeigt. Wir müssen so ein bisschen unsere Zweifel auch anbringen. Merkst du bitte? Weil meine Funde sind immer nicht so viel wert, weil Häuptling-Knickebeen ist schon was anderes. Aber was mich wundert ist, warum der Alex immer so geile Sachen findet. Das ist ja jedes Mal so. Naja, der quatscht weniger. Hörst du das? Der sucht und sucht. Aber wie ein Tier eben. Hast du den Blei-Indianer überhaupt? Also dann fragen wir doch einfach mal. Nee, den hat Sonic jetzt, weiß ich nicht. Aber die Community, was denkt ihr? Ist das ein Fingerring? Ich denke, dass es ein Fingerring ist. Auch wenn er nicht so aussieht. Ich wollte jetzt nicht zwischenquatschen bei seiner kostbaren Videos und die Schneiderei. Möchte doch so hören, dass du hier halt bei doch jetzt könnte ich beleidigt sein. Quart, alles klar, schöner. Ich finde, es ist ein sehr schöner alter Ring. Jo. Ich würde den auch als Fingerring ein... wirklich. Ein was denn jetzt? Was einschätzen. Einschätzen. Weil du sagtest, das könnte China sein. Nee, das habe ich gesagt. Ich habe meine Zweifel angedeutet. Aber vielleicht ist es tatsächlich. Ich denke, das ist ein Fingerring, nur alt. Ist das Signal. Da haben wir hier so eine Art Knopf gefunden. Da ist sogar noch Stoff dran. Habe ich so noch gar nicht gesehen. Aber das Highlight lag mit drin hier. Ein kleiner Anhänger. Den kenne ich und zwar, das ist ein Kaiser Wilhelm. Ja, ich glaube auch. Näher ran kannst du noch. Da ist irgendein Kopf drauf abgebildet. Da ist irgendein Gesicht drauf abgebildet. Ein Kopf. So, ich habe hier mal das Coinpad rausgepackt, denn ich habe dort einen extrem coolen Fund gemacht. Ich habe auch noch einen sehr, sehr coolen Fund gemacht. Den zeige ich aber nachher, wenn alle anderen dabei sind. Und diesen Fund werde ich nachher auch noch mal zeigen, wenn die anderen dabei sind. Aber ich zeige ihn euch trotzdem jetzt schon mal. Es ist eine riesige Schmoddersache hier heute mit dem Regen. Stimmt, da ist er drin, der Fund. Das ist genau der Fund, den ich mir heute erhofft und gewünscht habe. Das ist eine größere Silbermünze. Die kam auch sehr deutlich rein. Da sieht man schon, das ist definitiv Silber. Da werde ich auch nichts weiter dran machen. Die packe ich so, wie sie jetzt ist, ins Coinpad. Und dann werde ich die zu Hause einfach nur in ein Glas einlegen mit Wasser, damit sich erstmal der Dreck lösen kann. Und dann blende ich euch ein Foto ein. Ich will die wirklich nicht, da nicht rumreiben oder rumbürsten jetzt. Silber ist sehr weich und ich habe schon lange keine alte Silbermünze mehr gefunden. Das ist richtig schön. Habe schon wieder einen Fund. Der war so klein, dass ich ihn erst gar nicht gefunden habe und jetzt finde ich ihn auch wieder nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Aber keine schlechte Hink hier. Auf jeden Fall. Moment. Wie ist das mit meiner Lampe? Die ist irgendwie verheddert.
Ja, aua, meine Augen. Warte mal. Ich mach die aus, warte. Hier ist es. Guck dir das an. Ja, schön, das ist ein Schmuckstück. Ja, super. Das ist ein ganz kleines Silberschmuckstück. Ja, wunderbar. Ey, aber wirklich Silber. Guck mal, mit Stein. Ey, richtig cool. Wirklich? Ja, mit. Ich hab's erst so gut, freu ich mich immer total. Wenn so ein schöner roter Stein drin ist. Das ist ein Anhänger. Guck mal, wie klitzeklein der ist. Kann ich den mal kurz haben? Ich finde, dass das ein ganz besonderer Fund ist. Und das meine ich wirklich ernst. Ich liebe sowas. Ich liebe sowas mit so einem Schmuckstein drin. Finde ich zu geil. Und das ist Silber, das merkst du. Das ist Silber, ja. Ja. Oh, da steht's ja drauf. Guck mal. Ehrlich, ist ja, ist eine Punze drauf. 800er Silber. Geil. Warte, das will ich jetzt auch sehen. Jetzt muss der Preußensonder mal seine Brille auspacken. Guck mal, ich mach das Ding mit der Dreck ja, als es vorher war. Ja, weil das hier eine Riesensauerei heute ist. Guck mal, die Bursche, guck mal. Die kannst du doch nicht nehmen. Guck mal. Ja, guckt euch mal den Pimpeuter an, wie ja, ich aussehe. Wie ein Ferkel. Wie ein kleines Ferkelchen. So, leuchte bitte hin. Ja, ganz doll, bevor der Alex mitkriegt, dass wir filmen, weil der rennt dann her durch den Wald. Und frisst wieder Blätter. So, guck mal, Leute, so rum. Da seht ihr, 800. Und wer ein bisschen von euch Ahnung hat, halt doch mal still. Weiß, dass 800 das alte Schmucksilber ist. Und jetzt dreh mal um. Nicht bitte in diesem anherrschenden Ton. Ich bitte dich. Bitte die Finger jetzt hier weg. Mir reicht es langsam. Oh, nee. Jetzt kommt er schön raus. Herrlich. Und ich den hänge ich mir um. Das abheben? Nicht. Dass das Licht von unten durchkommt. So ist es ja gemacht, deswegen ist er ja durchgehend, dass das Licht von unten nach vorne heraus. Das ist ein wunderschöner Fund, den ich mir jetzt ganz, ganz sicher wegpacken werde. Damit er nicht kaputt geht. Ich mag sowas. Sehr schön. Wirklich geil. Mit welchem Signal kam der? Oh, rein? Der kam nicht hoch rein. Kann ich mal ganz kurz mit meinem rüber? So, der Preußensonder hat einen Fund gemacht. Ein sehr schönen Fund, der da drinnen liegt. Und es scheint was, oder was scheint, es ist was Ähnliches. Diesmal mit einem blauen Stein. Oder grün. Nee, ist oder hellblau. Grün. Oder? Ist das schwer? Hellblau, türkis. Hast du mal eine, ach so, die mit der Bürste, das hat ja nicht so, da haben wir sie ja wieder. Das kann man mal probieren. Auf jeden Fall könntest du mal den... Oh, doch, das ist, ich würde sagen, das ist Silber. Sonst wäre es ja auch vergammelt. Hier, ne? Hier leuchtet ja auch gleich hier an der Seite zumindest. Na, sprühen wir an. Jawohl. Okay. Cool. Zeig nochmal die Rückseite. Ich finde immer abgefahren bei solchen Videos, wie wir jetzt drehen, wie schön sauber die Finger sind. Tja, was ist das nun? Gib mal. Das ist merkwürdig. Ey, weißt du was? Hier ist was umgebogen, siehst du das? Oder ist das eine Verschließe irgendwie? Ich dachte kurz an einen Ring. Naja, irgendwas scheint abgebrochen zu sein, ne? Ist Silber. Ja, na, das denke ich schon, ne? Das wird Silber sein. Leider sieht man hier keine Punze drauf, wie bei dir, aber es ist Silber. Weil ja, gesagt, da ist was... Oder ist auf der Schließe da, was ich als Schließe bezeichne? Nee, da ist nichts. Ich dachte auch gerade. Okay. Aber vielleicht ist noch mehr. Nee, vielleicht noch. Wird abgebrochen. Gucken wir mal weiter. Auf jeden Fall sehr cool. Sehr schöner Sonnelabend heute hier in diesem schönen, verregneten Wald. Haben wir sehr viele ältere Funde auch. Aber auch so 1940er Funde. So, ich habe jetzt hier diesen Fund gemacht. Ach Gott. Fjällreven-Knopf. Von der Fjällrevenhose. Zieh es mal aus. Den brauchst du nicht. Der ist hier mir gerade abgegangen. Jetzt habe ich eine kaputte Hose, die mir runterrutscht. Der Fund ist aber hier. So, okay. Bin sehr gespannt. Das ist eine Silbermünze, denke ich mal. Woher weißt du das? Weil es so silbrig ist. Ja, es ist eine Silbermünze. Man sieht es an dieser leicht grünen Patina. Das ist, glaube ich, was Älteres. Also noch eine Silbermünze habe ich dann jetzt gefunden. Cool. Ich will eigentlich nicht drauf rumreinigen. Darf ich mal kurz gucken? Ich reibe auch nicht drauf rum. Ah, ich glaube, aber du könntest. Ich weiß, was das ist. Was denn? Es ist eine Reichsmark, aber Kaiserreich. Dann sprüh sie doch bitte wenigstens an. Es ist Silber, auf jeden Fall. Es ist Silber. Weimarer Republik Reichsmark.
denken wir. Genau wissen wir es noch nicht. Unten steht ein Datum drauf. Das müsste 1925 sein. Ja, dann ist es Weimarer Republik. Und, was hast du gefunden, Alex? Ja, ich habe mich dreckig gemacht. Ja, wir sehen alle aus wie Sau. Wir sehen alle unheimlich sauber aus. Deswegen trage ich nämlich gerne schwarz. So, ich habe hier erstmal aus dem Bundesreich Deutschland gestern 50 Pfennig gefunden, Cent gefunden. Bundesreich Deutschland. Ja. 50 Pfennig. So, also da waren jetzt, könnte ich mir vorstellen, dass es in Zukunft so heißen könnte. Da habe ich gestern eine Münze gefunden, die ich nicht weiß, was gestern. Das ist. Gestern? Ja. Ach so. Wir waren okay. Ja gestern auch sondern. Die haben wir ja schon gezeigt. Das ist doch DDR. Meine Kamera ist richtig nass, ich muss jetzt aufhören mit Filmen. Hier ist jetzt mal eine richtig schöne Uhr noch mit rausgekommen. Da kann man noch das Zifferblatt sehen. Das scheint eine Armbanduhr zu sein, weil auch Armbandrest mit rausgekommen ist. Wo ist es jetzt hin? Hier. Da nehme ich auch mit. Und die Rückseite kann man sehen. Eine Armbanduhr. Da ist der nächste Fund. Und zwar ein richtig guter. Wieder mal eine Schnalle. Eine Schuhschnalle. In einem richtig guten Zustand. Heute ist richtig doller Wind.